Machen wir uns nichts vor. Ich hatte schon weitaus heißere Typen als dich. Aber in letzter Zeit, da läuft es einfach nicht mehr so. Und da dachte ich, probiere einfach mal was aus, worauf ich eigentlich gar keine Lust habe. Und ich habe auch nichts zu verlieren, ne? Kennst du ja bestimmt. Ja, und dann hatte ich heute Morgen auch, habe ich richtiges Kotzen gekriegt. Und da braucht es einfach mal wieder einen kleinen Sieg. Okay, geil! Ehrlichkeit ist gut, keine Frage. Aber wenn man jemanden neu kennenlernt, sollte man sich eventuell zweimal überlegen, was man so auspackt. Hey, also es ist ja mal wohl noch kein Meister vom Himmel gefallen. Nope, das stimmt. Darum, aufgepasst, ihr liebessuchenden Seelen auf Tinder. Holt die Notizblöcke raus, denn wir erlösen euch heute von eurer Dürreperiode. Die Dr. Sommers der Neuzeit präsentieren euch heute mal ein paar 1A-Flirt-Tipps. Und Spoiler, Dickpics sind voraussichtlich nicht dabei. Was machst du da? Nichts. Naja. In Deutschland gibt es zurzeit etwas mehr als 20 Millionen Singles. Also entweder haben die Leute einfach keinen Bock, sich das Bett mit einer besseren Hälfte zu teilen. Sag mal, bist du die Tochter von Steve Irwin? Du siehst nämlich so aus, als möchtest du mal meine Schlange halten. Oder sie haben das Flirten von ihm hier gelernt. Dabei ist es doch eigentlich ganz einfach. Ach ja? Ja. Erster Schritt? Blickkontakt. Okay, Hendrik. Nicht aufgeregt sein. Du brauchst nur 3 Sekunden Blickkontakt. Da ist sie. Oh, oh, schon süß. Mann, du bist geil. Zu aufdringlich. Du bist eine Rakete. Du siehst heiß aus. Oh wow, selbst mit so einer Grimasse siehst du ziemlich umwerfend aus. Lass ich durchgehen. Komplimente sind eine super Sache. Die sollten allerdings eher dezent verpackt werden, weil sonst wirkt das Ganze einfach viel zu unauthentisch. Manchmal hilft allerdings auch das schönste Kompliment einfach nicht weiter. Wenn euer Gegenüber kein Interesse hat, ist das okay. Ein Nein gehört eben zum Spiel. Dann müsst ihr euch mal woanders umschauen. Aber lasst euch nicht unterkriegen. Selbstbewusstsein ist ganz wichtig, wenn ihr Eindruck machen wollt. Selbstbewusstsein und vor allem Self-Love, Baby. Richtig, Leute. Am besten bin immer noch ich. Nee, nee, das kann ich besser. Geil. Was ihr euch außerdem noch merken solltet, ist das... Yep, es funktioniert wirklich. Männer fahren total auf die Farbe Rot ab. Das ist ein Überbleibsel der Evolution. Denn Rot steht für Blut, Blut wiederum für Fruchtbarkeit. Und das führt zu einem sexuellen Anreiz bei den Herren der Schöpfung. Ja, und ich gehe mir jetzt mal einen von der Palme wedeln. Oh. Bye. Ganz wichtig beim Flirten ist die Körpersprache. Das meiste, was ihr bei eurem Flirten macht, ist eigentlich alles auf einer nonverbalen Ebene. Wenn zwei Personen viben, dann machen sie ganz unbewusst ähnliche oder sogar gleiche Bewegungen. Versucht also mal darauf zu achten, was euer Gegenüber euch mitteilen möchte. Ja, und deswegen habe ich mich fürs Meeresbiologiestudium entschieden. Und ja, ich wollte auch einfach raus aus Braunschweig. Das verstehst du bestimmt. Ja, ja, klar, verstehe ich. Ja, und was machst du so? Also ich habe ja gehört, du machst eine Ausbildung. Ja, richtig. Ich mache eine Ausbildung und ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr und, Scheiße! So knapp! Es gibt wirklich zahllose Tipps und Tricks, die euch das Flirten etwas leichter machen. Wichtig ist einfach nur Übung. Noch schnelle Tipps zum Mitnehmen? Na, easy. Bleibt locker, seid ihr selbst und versucht humorvoll zu sein. Easy as that. Und hier war das auch schon ganz schön erfolgreich. Uns dürft ihr nämlich direkt an die Glocken. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Alter. Eindeutig, zweideutig, Henrik. Wenn ihr euch unterhaltet, dann bleibt lieber bei ganz unverfänglichen Themen. Oder lockt euer Traumdate einfach mit ein paar heißen Spielzeugen von Eis.de an. Bis dahin, kommt gut durch die Woche. Oh, ich versteh's auch einfach überhaupt nicht. Wer feiert denn bitte das Ende von Game of Thrones, Alter? Oh ja, mach den Langweiler zum König. Hier, oder auch Friends, ne? 2021, Leute, ey. Niemand will die Urgroßmutter von How I Met Your Mother sehen. Nicht wahr, ey? Oder?